Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Super Metroid. Yay, da war gerade mal wieder dezent Frame-Einbruch gedönst. Wir befinden uns in Norfair und erinnert euch, wir waren im letzten Part schon in den Gefilden von Ridley, unserem Erzfeind. Auch jetzt können wir das wieder an der Musik perfekt wahrnehmen. Und wir werden uns jetzt hier direkt weiter wieder nach links begeben und gucken, was uns dann hier erwarten wird. Erstmal wieder meine Unfähigkeit unzensiert, obwohl es gerade geht. Ich finde übrigens diese spuckenden Seepferdchenartigen Gegner richtig hübsch. Also ich finde die, hübsch halt. Ich weiß nicht, was mich hier jetzt noch so erwartet. Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt hier war. Ach so, das muss ich alles wegsprengen. Na, hier kommen nachher noch ziemlich gefährliche Gegner. Ich weiß aber nicht genau, wann die hier kommen. Wieder einmal, das kennen wir ja schon, erinnert euch mal an das Wrecked Ship damals. Aber ich befürchte, gleich kommt es. Ich weiß gar nicht mehr, wie man den dann zerstören konnte. Es ist mir echt nicht geheuerlich hier gerade. Zumal diese Musik ja auch schon suggeriert, wir befinden uns hier in Hups. In Hups, genau. Wir müssen hier also wirklich weiter nach unten, okay. Dann machen wir das doch. Da können wir weiter nach unten. Oh, ich habe Angst vor dem, was hier mich gleich erwarten wird. Und ich habe noch so dunkel in Erinnerung, dass hier gleich ein ziemlich starker Widersacher kommen wird. Nein, die meine ich nicht. Wobei die auch sehr interessant sind. Die gibt es in Metroid Zero Mission auch. Glaube ich. Doch, ja. Auch in Ridleys Gefilden. Hier nochmal gucken. Gibt es hier irgendwas? Nein. Na, fällt man hier runter? Natürlich fällt man hier runter. Aber geschafft. Ja, das ist halt typisch Metroid, ne? Dass man hier einfach mal runtersegelt. Und ich glaube aber, da unten ist dann dieser besagte Gegner, den ich meine. Ich bin mir jetzt aber nicht mal hundertprozentig sicher. Und ich bin verdammt müde. Und ja, eigentlich habe ich auch überhaupt keine Zeit. Aber ich habe trotzdem Bock zum Spielen. Und ja, deswegen tue ich das jetzt einfach mal so. Und gleich kommt er hier, glaube ich. Von rechts. Oder sind das zwei? Oder sind es sogar noch mehr? Ich lade mal schon mal auf. Genau ihmchen meinte ich nämlich. Das ist ein Zwischengegner. Der aber halt ziemlich übel ist. Erinnert euch mal, das war unser allererster Zwischenboss. Damals, als wir die Missiles uns geholt haben. Und jetzt halt in viel stärker. Ich meine, seht ihr mal, was der für Schaden austeilt. Scheiße. Ja, wenn man den Space Jump beherrschen würde, wäre das nicht so das Problem. Und den muss man auch nur mit Plasma Beam und Charge Beam gemeinsam aus dem Weg räumen. Oh oh, ich glaube, der macht mich kalt, oder? Ich bin mir unschlüssig. Ja, dieser Gegner ist obwohl, das ist, glaube ich, richtige Bossmusik, oder? Und nicht die von den Zwischenbossen. Aber es ist trotzdem nur ein Zwischenboss. Es ist nichts anderes. Oh Mann. Ist er tot? Nein. Alter. Oh, scheiße daneben. Das ist echt uncool. Hab ihn wieder nicht getroffen, ey. Was ist denn das für eine Scheiße? Alter. Jetzt! Oh, endlich. Das war ziemlich knapp. Ihr seht, wie weit der mich runtergerafft hat.
Das ist auch, finde ich, einer der schwersten Zwischengegner hier im Spiel. Also, finde ich jetzt persönlich. Ich meine, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, das weiß ich jetzt nicht. Kann man hier oben weiter? Nee, ich glaube nicht. Gehen wir mal weiter. Oh! Oh, die geilste! Das ist mein absolutes Lieblings-Item in Super Metroid. Weil jetzt sind wir eigentlich nahezu unbesiegbar. Wenn wir das denn hinkriegen würden. Seht ihr das? Das ist praktisch jetzt der Space Jump. Der jetzt noch ein bisschen stärker geworden ist, weil wir jetzt eine richtige Attacke damit auch haben. Das war beim Space Jump vorher alleine nicht der Fall. Ist hier irgendwas? Nö. Ich werde mal hier rüber gehen. Ja. Mal fix gucken, was mich hier jetzt erwartet. Ja, mit der Screw Attack, sind diese Gegner nämlich für uns überhaupt kein Problem mehr. One Hit sind die tot, aber das ist mit den meisten Gegnern jetzt so. Also wir sind jetzt schon ziemlich stark. Na gut, ich meine, hallo, wir kommen langsam aber sicher in Richtung Ende des Spiels. Was will man da erwarten, nicht wahr? So, und hier, das ist jetzt, glaube ich, das, wo das hier angefangen hatte. Genau. Und damit können wir das nämlich problemlos ja alles kaputt machen. Yeah. Yay. Einfach so, weil wir es können. Geil, oder? Ich finde das cool. Oh, nicht die schon wieder. Sind die einfach so auch tot? Naja, scheint nicht so. Na? Doch, die sind tot dann. Ich muss mich echt mal mit dieser Steuerung irgendwie... Halt, Energie nehme ich doch gerne mit. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wo man hier jetzt überall lang kann. Und? Und? Wumps. Nein. Alter. Jetzt aber. Hier kann ich noch hoch. Ich weiß jetzt aber hier auch immer nicht, wo jetzt hier wie lang was jetzt wo ist. Also, ihr wisst schon, was ich meine, hoffe ich. Cool, wäre jetzt irgendwie sowas wie Energy Recharge. Das finde ich gerade richtig geil. Können wir durch? Ich weiß bloß gerade nicht, ob mir das in irgendeiner Weise was bringt. Wo sind wir jetzt überhaupt? Schwer zu sagen. Ich gehe mal wieder zurück. Hä, ist hier nicht... noch? Und plopp, dann bist du tot. So, wo kommen wir hier jetzt hin? Ich weiß es nicht mehr, echt nicht. What the fuck? Ich muss hier ganz schnell... Klappt hervorragend. Ich glaube, das wird mein erster virtueller Tod, wenn ich jetzt nicht... Ja. Ich komme hier jetzt wieder mal überhaupt nicht klar. Das ist gerade schon wieder zu viel Action für mich. Wow, ich weiß nicht, was hier unter noch war. Wow, Alter. Wo bin ich denn hier jetzt schon wieder gelandet?
Hier kann man runter. Soll ich das mal machen? Ich mach's einfach. Wo ist jetzt hier der Eingang? Ah, hier. Wo komme ich jetzt hier hin? Hallo? Hier. Sieht auf jeden Fall richtig episch aus, oder? Noch wieder neuere Gegner. Ich meine, gut, die kennen wir so ähnlich auch schon aus Criteria, aber da sind die nicht so stark. Die halten hier ziemlich viel aus, die Viecher. Seht ihr ja schon. Ich meine, wir haben immer den Plasma-Beam ausgerüstet. Du-du-du-du-dum. Zack, bum, peng. Ich will hier mal rein. Ich weiß nicht, was mich hier, wie gesagt, jetzt noch erwartet. Das ist immer... Speicherstation. Sehr gut. Auch wenn ich ehrlich gesagt eher oder es lieber gehabt hätte, wenn ich jetzt hier irgendwie so ein Energy Recharge Dingen gehabt hätte. Aber naja, man nimmt halt mit dem Vorlieb, was man hier so vor die Füße geworfen kriegt, ne? Was einem hier so die Wege kreuzt. Ja, es ist, aber es sieht hier schon verdammt geil aus, finde ich. Also das haben sie echt cool gemacht. Hier kann man durch. Dup, 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 dup. Und die Musik dazu, total episch. Wo komme ich denn hier jetzt schon wieder hin? Komme ich jetzt hier wirklich da hin, wo ich jetzt meine hinzukommen? Oder komme ich dann auch wieder ganz woanders hin? Mal kurz gucken. Ganz woanders. Na, dann gucken wir mal. Halt. Gott, ich weiß nicht, wo ich hier nachher lande. Und? Da kommen wir links lang. So. Sehr schön, dass wir den Springball haben. Denn nur so kommen wir hier eigentlich wirklich effektiv weiter. Und die Viecher. Gott. Ist hier sonst noch irgendwas? Hier gerade nicht. Boah, Alter. Die nehmen so verdammt viel Energie ab. Ist das dein Gegner? Nee. Sehr schön. Einmal mit dem Charge raufgehalten und dann geht das auch. Ja, hier kann man runter, oder? Mhm. Kann man. Und da? Da kann man auch nach links weiter. Ihr seht schon, das wimmelt hier auch wieder von Geheimnissen noch und nöcher. Ich glaube, ich werde mich erstmal hier hinbegeben und gucken, was mich hier jetzt erwartet. Erstmal wieder schnell aufdingsen. Powerbomben! Cool. Aber ich glaube, hier gibt es generell noch relativ viele Sachen zu finden, aber ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, muss ich gestehen. Da ist nichts. Hier auch nicht. Okay, hier gibt es in Anführungszeichen nur die Powerbomben. Okay. Aber das ist ja auch schon mal sehr viel wert. Wo komme ich jetzt hier hin? Halt. Okay. An diese Stelle erinnere ich mich auch nur ganz, ganz dunkel. Gott, hab ich mich erschrocken, ey. Gibt's hier irgendwo was zum... Ne. Boah, das ist ja alles gefährlich. Die sind auch ziemlich krass, diese Gegner hier. Aber so kriege ich dich? Nein, so kriege ich dich nicht. Jetzt sind sie verwundbar, wenn die so gelblich sind. Ich glaube, ich muss die beiden aber besiegen, sonst komme ich hier, glaube ich, nicht durch. Ich habe doch aber Dingens an.
hier Recharge, also mein Reserve Tank und so. Oder nicht? Hallo? Was macht ihr da? Seht ihr übrigens, wie verschwommen das hier hinten immer ist? Das sieht so aus, als ob das total heiß hier wäre. Au, du hast mir in den Arsch getreten. Ja, da wird mir was restored. Wo ich diese Reservetanks hab. Alter, die sind auch sauschwer hier zu besiegen. Was eben darin begründet liegt, dass die beiden so ein Unverwundbarkeitsdingensbummens haben. Alter, wenn man das nächste Mal vernünftig hinkriegen würde hier mit diesem Scheiß. Nein! Mann. Sache, wenn man das doch wenigstens mal so hinkriegen würde. Aber ich habe Arschkarte. Mann! Wieso triffst du denn nicht? Samus, Pupsus, Kaxus, Aran. Hallo. Ja, ich komme mit der Bedienung nicht klar vom Dingens. Weil es auch noch zwei Stück sind. Ich halt diesen Space Jump nicht kann. Den brauche ich hier. Ich bin jede Sekunde tot. Das ist ja auch nichts mehr mit Reserve-Dings. Das habe ich nämlich gerade aufgebraucht, leider. Ja, mein erster virtueller Tod. Da seht ihr, sie wird entkleidet dabei. Sehr interessant. Yes, return, please. Ja, ich bin in Norfair, ich weiß. Mann, ja, diese Gegner sind echt richtig scheiße. Eigentlich müsste ich jetzt wieder Energie farmen. Wieso komme ich hier nicht weit? Das wird, glaube ich, nix. Alter, ich will Energie farmen und mir keine abnehmen lassen. Ist doch doof. Ups. Stimmt, das hatte ich total vergessen, dass das so ist, wenn ich einen Charge Beam aufgeladen habe und dann Bomben lege, dann kommen irgendwie gefühlte Millionen da raus. Muss ich die jetzt eigentlich auch neu sammeln? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Oder habe ich die jetzt für immer in meinem Inventar? Ach, shit. Scheiße. Das hätte jetzt nicht beschissener laufen können. Ja, natürlich. Gleich beide auf einmal. Warum auch nicht? Kein Problem. Lass mal wissen, meine Energie da, ihr Spasten. Warum gebt ihr mir keine Energie? Seid ihr kacke? Was soll denn das? Das finde ich nicht nett. Boah, ich hätte jetzt so gerne einen Energy Tank oder irgendwas gefunden. Tatsächlich muss ich nochmal einsammeln. Das ist schade. Aber gut, auch irgendwo ein Stück weit nachvollziehbar. Oh, jetzt ist dieses Gepiepse wieder die ganze Zeit. Eigentlich müsste ich jetzt hier so zurück, um mir irgendwie Energie zu farmen. Und so komme ich hier nur echt nicht weit. Das ist ja... Wenn, da brauchen wir uns mal nichts vormachen. Gerade gegen diese Drecksviecher da, also wenn ich da mit voller Energie reingehen würde, hätte ich, glaube ich, wesentlich eher eine Chance als so. Also, das... Da brauche ich mir keine Illusionen machen. Das ist... so sicher wie das Abend in der Kirche. So, Was? Warum? Willst du mich verarschen?
Ich muss ganz dringend Energie farmen, ey, ohne Witz. Ja, danke. Energie, habe ich gesagt. Ich brauche keine Missiles oder Supermissiles. Ich will Energie haben. Ihr blöden Kackdinger. Aber okay, dann gehe ich jetzt erst einmal schnell speichern, damit ich mir nicht nochmal die Powerbomben holen muss. Und dann muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie gebacken kriege hier. Ja, ich möchte bitte speichern. Also wirklich, ey. Hallo, was sind das für ein unfairer Scheiß, Mann? Man sieht dich nicht. Ist doch kacke. Finde ich nicht in Ordnung. Na, sehr schön. Du sollst mir Energie da lassen, du Arsch. Geh weg. Danke. Hallo, ihr sollt mir Energie da lassen. Was ist denn das für ein Ärgernis hier schon wieder, eh? Aber ja, okay, ich werde jetzt hier erstmal Energiefarmen gehen und da müsst ihr ja nicht dabei sein. Bis gleich.